Ah, Lialöchen, da sind wir wieder bei Let's Play Card Hunter. Sebastian ist auch am Start und wir machen jetzt den Auf jeden Fall. Ist schon spät. Den letzten Teil von Valley of Teskal. Hi. Oh, guck mal, da ist der Schatz. Sharkbär? Bescheiß mich doch nicht. Voll das evil Kniebelter. Was ist das denn für ein Ding? Robin, ist das in der Mitte da wieder ein gelbes Feld, da wo der Schatz drin ja, ist? Ja, ja, da ist der Schatz, da müssen wir hin. Aber den Sharkbär, den sollten wir, glaube ich, nicht angreifen, den sollten wir ignorieren. Das ist 100 pro irgendwie so ein Köder. Der Sharkbär, der sieht voll mächtig aus, hallo, der hat schon mal 33 live, das ist schon mal gar nicht so geil und, Ja, deswegen, ja, sollten wir den ignorieren und vor dem wegrennen. Okay, seine Bewegungskarte funktioniert nur, wenn er geradeaus läuft und wenn er geradeaus auf uns zuläuft, dann macht er schon mal 3 Schaden, ohne angegriffen zu haben. Wir sollten gucken, dass er uns nicht erreicht. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier so links hoch und dann so? Oder wie machen wir das? Ich hätte jetzt rechts direkt an den Büschen vorbei und hoch. Ja gut, pass auf, dann umkreisen wir ihn einfach so an 2 Seiten. Sagst du? Ich gehe hier hoch. Weil woanders kann ich mit meiner Laufkarte gerade nicht hin. Der ist ja ein Panzer, der Typ. Ja, sauber. Sharkbears leben an Land, aber müssen mit dem Kopf im Wasser schlafen nachts. Sauber. Das sieht bestimmt majestätisch aus. Alter Schwede, der ist auf jeden Fall ganz schön laut. Knurr, knurr. Brrr. Genau so. So, jetzt darf ich nochmal. Ja, und zwar zauber ich dich jetzt Fred, du Sau. Vicious Bite. Ja! Drückt der 6 Schaden direkt. Nee, warte, warte, warte. Oh Gott, warte, Robin, in der nächsten Runde mache ich was mit dir. Ach, du kannst mich sprinten lassen. Cool. Jawoll! Boah! Der war geil. So, alles klar. Und Runde vorbei. Alter, das ist der Shit. Ja, ist egal, das verkauft sich. Geh mal weg da. Da, nice, er endet sogar auch noch die Round. Ich lass mich doch jetzt nicht von Gemüse besiegen. Geh mal weg. Wie wär's mit Bad Luck? So. Oh, verpiss dich, lass mich in Ruhe. Der ist gefährlich, wenn er in einer geraden Linie läuft. Also guck, dass er nicht gerade auf dich zurennen kann. Ich würde. Na, der Heal ist aber so verschwendet, wenn ich das jetzt mache. Ja, aber Heil, du bist das Wichtigste momentan, was hier rumrennt. Ja, ich mach mal next. Ja, diese nice. Gemüsedinger hier machen sowieso nicht so wahnsinnig viel Schaden. Das Einzige, was die können, ist mich an der Stelle, wo ich bin, festnageln. Und das tut mir gerade nicht so viel. Ja, aber du hast nur noch 8 Leben. Bedenke dies und du musst Karten wegschmeißen. Jo, ich bin dran. Ja. Die Laufkarte will ich jetzt sowieso nicht haben. Ich will hier bleiben. Den Missile-Block hättest du nicht gebraucht. Hier ist keiner bei, der Fernkampf hat. Jetzt stellt er sich auch noch vor mich und ich habe keinen Angriff. Ich aber. Das ist doch jetzt echt frech, oder? Ich aber. Kannst du den? Nee, kannst du nicht. Doch, kannst du mir. Das ist doch jetzt richtig frech. Jawohl. Hat den nicht interessiert, nee, warum? Ich kann dem auf jeden Fall Bad Luck zaubern. Dann würfelt der schlecht auch bei Rüstung und so, aber ja. Seine Rüstung funktioniert immer, ne? Der ist auf jeden Fall unkaputtbar. Ja, das ist schade. So, machen wir das erstmal. Das war jetzt echt ein bisschen verschwendet, oder? Ja, ich konnte nur einen geheilt werden. Ja, aber der hat auch nur 2 geheilt, also... Das ist schon okay. Ey, kann aber es guck sein? Mal, die Hälfte haben wir schon in der Tasche. Ja, wir dürfen jetzt aber nicht zu übermütig werden. Sonst kommt er gleich um die Ecke gewartet. Werden wir ja nicht. Guck, ich touch den jetzt erstmal an. Ja, und der blockt erstmal hart. Ja, gut. Einen hat er gebracht. Ja, lauf mal hier rein, damit er nicht in gerader Linie auf dich zulaufen kann. Ja, nice. Mach das nochmal. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Alter Schwede, wie der keinen Damage kriegt. Ach, das ist doch nervig. Wir müssen mal die Runde beenden. Oh.
Ja, aber nur weil wir die Runde beenden, heißt ja nicht, dass die das auch machen. Was? Nicht gut. Runde beenden. Der haben. Nee, erst den. So. So, jetzt beenden. Den weg. Oh, guck mal, er hat hier die Gemüsekrankheit. Den können wir jetzt umhauen. Oh, Robin, hast du eine Heilung bei? Alter. Ey, wir müssen noch zwei Runden. Wenn wir den jetzt gekillt kriegen würden, ne? Okay, lass mal Runde beenden. Ja, ich stelle mich noch zwischen den und dich. So. Ja, nice, genau. Flieht, ihr Narren. Ich kann mein Ding jetzt nicht benutzen, sonst muss ich vom Feld runter. Das wäre schlecht. Ja, wobei, doch, du kannst wieder zurücklaufen mit Walk. Wir müssen ja nur am Ende der Runde wieder da drauf stehen. Das ist ja okay. So, das weg und das weg. Was mach ich dann nehme ich so lange deinen Platz wieder ein. Das geht ja. Was nehme ich denn jetzt noch weg? Den Flimsy-Block, weil sonst kannst du nicht wieder zurück. Ach doch! Ja, war doof. Ich kann ja drauflaufen. Oh, ich habe genug Laufkarten. Ich hau mal drauf. Das. Ich muss jetzt runter. Ja, ist okay, ich komm drauf. Okay, dann geh mal direkt drauf und wir beenden die Runde. Ja, nee, ein bisschen was machen sollten wir noch, weil wenn die nicht die Runde beenden und noch, wer weiß, wie 30 Karten spielen, dann haben wir den Nachteil davon. Ey, der kriegt keinen, die kriegen alle keinen Schaden. Was aus, das ist unglaublich. So, er spielt nämlich weiter. Das ist egal, ob wir die Runde beenden oder nicht. Ja, aber der nicht. Hat jetzt keine Karten mehr. Zwei hat er immer gestoppt. Ja, jetzt was macht er denn da? Ja, ist vorbei für ihn. Hat sich erledigt. Ja, nice, wir haben gewonnen. Geil! Das war die easyste, das war das easyste, High five. Was es gibt. High five. So. So, mysterious shit gibt's hier. Ah, wir haben ja immer noch kein Level up. Schade. Boah, was hab ich denn gezogen? Ja, ich hab so eine Rüstung. Melt Armor. Spiked. Der Zauberstab, den ich hier hab, ist echt evil, aber den kann ich, glaube ich, nicht benutzen. Ja, voll gut, dass ich alles gekriegt habe, was für ein Mage ist. Geil. Für ein Paladin, meine ich. Ja, ne Leute, ja, und ich habe alles für Mages gekriegt und nicht für mich. Ja, wobei ja die Axt, die ist für mich. Richtig geil. Also, das war ja mal eine richtig geile Runde. Eine Session meine ich jetzt. Also, ja, da haben wir auf jeden Fall reingehauen, würde ich mal sagen. Ja, das war ziemlich ordentlich. Ja. Nicht? Wie lange haben wir denn jetzt überhaupt gebraucht für das alles? Ja, also wir sind jetzt bei 8 Minuten. Aber ich würde mal sagen, jetzt ein neues Abenteuer anzufangen, lohnt nicht so richtig. Also zeige ich jetzt einfach mal ausnahmsweise mal in der Folge, wie ich mich hier ausrüste. Ich gehe dann schon mal aus dem Spiel raus und starte schon mal das nächste. Das kannst du natürlich tun. Also Leute, was ich hier momentan so habe, das, also ich kann ja erstmal den Finish klicken. So, Renown up, oh cool. Unsere Dings ist gestiegen. Ja, das ist korrekt. Ah, okay, dafür haben wir jetzt was Neues bekommen da. Was haben wir hier? Also, hier könnt ihr allen Kram sehen, den ich so habe. Wenn man hier auf sowas klickt, dann kann man sehen, was für dieses Feld gerade benutzbar ist. Ich würde sagen, mit meinen Blocks bin ich ganz gut dabei. Ja, was haben wir hier? Righteous Frenzy brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Ja, das ist ein bisschen doof.
Ja, da habe ich auf jeden Fall nichts, was sehr viel bringt. Das brauche ich auch nicht mehr. Nun ist die Frage. Tauschen wir eine Waffe aus? Blind Rage ist natürlich cool. Aber auch gefährlich. Deswegen würde ich das gerne vermeiden. Außerdem brauchen wir ja hier diese Büppels, diese Miner Power Tokens, um unsere Rüstung und unseren Pious Healer drin zu lassen. Das heißt, wir könnten entweder da. Ja, nee, wir können die nicht benutzen. Die können wir benutzen. Aber. Diese Reaching Swings, die machen zwar viel Schaden, sind aber auch leicht zu blocken. Sehr leicht zu blocken sogar. Was ein bisschen schade ist. Und ich habe ehrlich gesagt keine Waffe, die ich da so gerne gegen austauschen würde. Weil ich diesen Draining Touch so gerne mag. Fruppi, was machst du da? Warum drückst du dich so in die Scheibe? Ist irgendwie doof oder so? Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich da mache. Warum haben wir denn 40 Pizzastücke? Haben wir? Wir haben Renown ab. Ach, kriegt man dann immer Pizza? Keine Ahnung. Recht los, hä? Aber Robin, ich will jetzt ja auch nicht die Aufnahme irgendwie zerstören oder so, aber wir haben ja noch genug vor. Ja, ich würde dann sagen, wir gucken dann nächstes Mal in die Chests rein. Für heute ist die Folge dann halt etwas kürzer geworden. Wenn es euch gefallen hat... Hast du mal gedacht? Bitte was? Wir hätten ja noch die eine Folge sogar überzogen, deswegen. Das stimmt. Ja gut, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne mal das nächste Mal wieder rein. Und wir sagen dann erstmal bis dahin. So, der kommt jetzt schon mal wieder dahin. Wichtig. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.